Hey und herzlich willkommen zu Achilles. Heute schauen wir uns den Kostenvergleich an von 4 Herstellern von Kindle, Tolino, Kobo und Pocketbook und konkret, was sind die Preisunterschiede und worin kann man so sich vorstellen, in welchem Bereich diese sich befindet. Die erste Frage wäre, wie viel Geld möchtest du ausgeben? Und was sind so deine Bedürfnisse, weil es gibt ja heutzutage auch E-Reader mit einem Pen oder auch ohne. Das wäre ein bisschen wichtig zu wissen. Also wollt ihr einfach nur lesen oder braucht ihr einen Pen dazu, mit dem ihr Notizen machen wollt? Was gibt es konkret für Preise aktuell? Wir sind im Internet recherchieren gegangen und haben uns mal alle Preise angeschaut. Wie man hier sieht, ist das Kindle Scribe auf Nummer 1 mit über 400 Euro und geht dann weiter zum Kindle Oasis und schlussendlich zum normalen Kindle. Wir haben auf jeden Fall das Kindle Paperwhite Signature Edition auf Priorität Nummer 1 gesetzt, auch beim Review, weil hier sieht man auch, dass der Preis in einer mittleren Preisspanne liegt. Und wenn ihr zum Beispiel einen Pen gebrauchen würdet oder euch so eine Mischung kaufen möchtet, dann ist sicher das Kindle Scribe empfehlenswert, was natürlich nicht ganz das gleiche ist wie alle anderen E-Reader. Aber so könnt ihr euch sicher gut eine Vorstellung machen, wie diese Preise sind und was ihr vielleicht auch gerne ausgeben möchtet für euer favorites Kindle. Wie sehen die Preise aus bei den Pocketbook E-Readern? Wie wir hier sehen, starten wir beim tiefsten Preis mit dem Pocketbook Touch Lux 5 und bewegen uns dann weiter bis zum Maximal von fast 300 Euro mit dem Inkpad Color 2. Und wie wir hier sehen, ist der König oder der gewonnen hat bei uns, das Pocketbook Touch HD3, was eher im niedrigen Preissegment wäre, wenn man alle miteinander vergleicht. Der dritte Hersteller von Tolino mit den E-Readern startet bei unter 100 Euro mit dem Tolino Page 2 und geht dann rauf zum teuersten E-Reader von Tolino mit dem Epos 3. Der Gewinner bei uns war der Tolino Shine 4 und wie wir hier sehen, ist er wirklich im mittleren Preissegment, wenn man alle miteinander vergleicht. Der vierte Hersteller von den E-Reader wäre der Kobo. Und hier sehen wir starten mit dem Kobo Nia, der ein bisschen über 100 Euro liegt und gehen dann zum maximal teuersten Kobo E-Reader, das wäre der Kobo Elipsa mit über 350 Euro. Wir haben den Kobo Clara 2e gekrönt und wie wir hier sehen, ist ein bisschen über 100 Euro, so bei 120 Euro herum. Und dieser E-Reader befindet sich im niedrigen Preissegment, wenn man es mit allen Preisen hier vergleicht. Was auch sehr spannend ist, ist, wenn wir alle Preise mal so nebeneinander setzen und wenn man sich die Preisdifferenzen ansieht, dann kann man sehen, zum Beispiel, dass der niedrigste E-Reader der Tolino, also der günstigste der Tolino Page 2 ist und der teuerste von allen E-Readern wäre der Kindle Scribe. Wenn ihr euch die ganze Preisstruktur ansieht, dann seht ihr zum Beispiel auch hier, dass die Tolino ein bisschen im niedrigen Preissegment unterwegs sind. Und die Kindle sich eher im höheren oder mittleren Preis befinden, was auch so ein bisschen zutrifft zu den Kobo und den Pocketbook E-Readern. Also diese befinden sich im ähnlichen Preisbereich. Dann haben wir euch nochmals die ganzen Herstellerpreislisten vom tiefsten, eben wie gesagt von Tolino Page 2 bis zum teuersten Kindle Scribe aufgelistet. Wie man hier sieht, die blau, dunkelblau markierten sind unsere Winner, einfach mal nochmals zur Erinnerung. Und auch hier sieht man, dass diese Winner E-Reader sich im mittleren Preissegment befinden von allen Herstellern. Wie hoch wäre der Wert noch von euren E-Readern, wenn man eine jährliche Durchschnittsabschreibung hätte von etwa 20%? Wir haben das Ganze aufgelistet, also wir schauen uns die Anschaffungskosten an, die Nutzungsdauer und der Restwert am Ende der Nutzungsdauer. Was vielleicht interessant ist, was auch, ja, wenn ihr ein Produkt kauft, auch Einfluss hat auf den Wertbestand. Wie sieht eine lineare Abschreibung aus von 20% in 5 Jahren? Wenn wir von den aktuellen Zahlen ausgehen, vom August 2023,
Wie wir hier sehen, haben wir das teuerste Modell, das Kindle Scribe, welches über 400 Euro kostet und nach rund 3 Jahren einen Wert aufweist von 244 Euro. Also wir starteten irgendwo bei 407 und haben nach 3 Jahren noch 244. Das gleiche kann man machen bei dem Kindle Paperwhite Signature Edition. Wir starten bei 172 Euro und nach 3 Jahren haben wir noch 103 Euro Restwert. Wenn man das günstigste Kindle anschaut, dann sieht man hier, man startet bei 91 Euro und hat einen Restwert von 55 Euro nach 3 Jahren. Das heißt, ihr könnt euch selber überlegen, wie viel ihr zum Beispiel abschreiben möchtet oder wie viel ihr denkt, euer E-Reader noch wert hat nach rund 5 Jahren. Wir haben hier mal eben, wie gesagt, diese 20% abgezogen jedes Jahr. Man könnte hier natürlich auch einen 10-Jahres-Horizont machen und eine 10-Jahres-Kalkulation. Was denkt ihr, würde euer Kindle E-Reader 10 Jahre lang halten? Ja, vielen Dank, warst du heute mit dabei. Und wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns freuen über ein Like, Share, Comment oder Subscribe. Und wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.